Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, die Adventskalendersaison ist tatsächlich sowas von eröffnet und ich habe schon einen mit euch zusammen ausgepackt. Daher kommt tatsächlich diese Kette, die ich jetzt auch bei jedem Unboxing tragen werde, die Santa Baby Kette. Und die ersten Adventskalender, die rauskommen, sind meistens die Werkzeug-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen den von Vera anzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wie jedes Jahr reiße ich mit euch die Adventskalender auf, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und da mein Freund einfach ein Heimwerkerkönig ist und ich weiß, dass ich ihn damit glücklich mache, packe ich auch von Herzen gerne die Werkzeug-Adventskalender aus. Zumal ich selber auch damals mal in dem Bereich gearbeitet habe und tatsächlich auch eine gewisse Passion für Werkzeug und Verbindungselemente habe. So. Wir haben dieses Jahr den Weihnachtsmann hier richtig schön drauf abgebildet. Ich finde das Motiv von dem Adventskalender sehr gelungen. Gekauft habe ich ihn bei Amazon für 59,99 € und ich war sehr überrascht, dass es nicht zum Vorbestellen war, sondern dass er tatsächlich jetzt Mitte August auch zu mir geliefert worden ist. Ich hau raus, ihr wisst das. Selbst bei 31 Grad draußen knall ich mir die Mütze auf den Kopf und die Party geht ab. Den hier schauen wir uns jetzt mal an. Und ich liebe den Werkzeug-Adventskalender von Vera, weil die Qualität ist immer echt gut. Und ja, Leute, Erwin ist auch dieses Jahr am Start. Also mein Freund und ich haben den eben aus dem Keller hochgeholt. Ich habe den quasi vom Keller bis ins Erdgeschoss und er dann hier hoch gebracht, weil ich gemerkt habe, dass es doch etwas schwer ist tatsächlich mit der Pocke, die ich gerade habe. So, als erstes habe ich jetzt in der Nummer 1 von Vera ein Bitcheck drin und da werden wir nachher die ganzen Bits, die sich hier sehr wahrscheinlich auch in dem Adventskalender befinden werden, drin aufbewahren können. Das sieht schon mal sehr cool aus und ich mag solche Sortierungsgeschichten enorm. Also ich habe zwar so eine Aufmachhilfe, ne? Aber die Kläppchen lassen sich super öffnen und auch die Bits lassen sich toll entnehmen. Hier habe ich einfach einen Schlitz und zwar 1,2, 6,5er und ja, das ist einfach ein Bit, der jetzt auch in das Bit-Sortiment kommt. Kannst du halt so nach hinten klappen, ne? Das ist sogar ein Tannenbaum hier drauf, ich feiere das hart. Und dann stecke ich den hier einfach mal rein. Oh, guck mal an, die Nummer 3 ist auch mit dabei und die ist ganz schön groß. Auch das ist so ein Aufbewahrungsding, wo wir nachher Sachen reingeben können. Also sind das dieses Mal tatsächlich verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten und nicht ein so ein Bitkasten oder ein so ein Kästchen, wo du oder eine Tasche, wo du die verschiedenen Sachen reinsteckst, sondern mehrere. Das finde ich irgendwie auch cool. Hier haben wir die Nummer 4 und hier haben wir ein Torx drin enthalten, müsste das sein, aber sehr groß in der Größe 4. Passend, ne, zu Kläppchen Nummer 4. Und ja, auch das ist ein Bit. Oh, wow. Die Nummer 5, der Tag vor Nikolaus, ist so ein Doppelschrau-Maulschlüssel. Richtig cool. Einmal die 12 und einmal die 13. Das heißt, da geht die Party schon mal ab, was dieses Ding hier angeht, weil da gehören die rein. Und das fühlt sich wirklich gut an. Also ich finde, dass das auch ganz schön ausbalanciert ist. Ich halte meinen Daumen jetzt quasi auf die Mitte, ne? Und ja, fühlt sich gut an. Und hier haben wir halt auch nicht, dass wir diese runde Aussparung haben, sondern um ein bisschen mehr Grip zu bekommen, haben wir da auch die Zähne quasi drin. Und damit kann man dann auch echt besser greifen. Also ich finde es klasse. Wir wissen alle, dass Nikolaus speziell sein muss. Und das ist es auch hier. Mhm. Denn dieses Teil ist nicht nur so ein Halter für die Bits, ne, dass du damit quasi dann die Bits reinpacken kannst und damit arbeiten kannst, sondern du kannst hier hinten auch noch draufdrücken und das hochziehen. Und hier kann man dann auch noch Bits reinmachen. Ist das nicht klasse? Das ist total praktisch, dass du halt die Bits dann auch in dem, ja, Anwendungstool verstaut hast. Ich finde es klasse. Ich hatte sowas auch in ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, ob das letztes oder vorletztes Jahr sogar im Adventskalender von Vera dann drin war, auf der Arbeit. Und das war immer total praktisch, weil du dann halt so einen kleinen Schraubendreher immer dabei hattest, in Anführungsstrichen. Und je nachdem, welches Schräubchen gerade da war, welches gelöst werden musste oder festgedreht werden musste, du hattest das richtige Werkzeug dabei. Die Nummer 7 ist bei dem Kopf der Katze geblieben. So, hier haben wir einen Pozi-Drive, also quasi Kreuzantrieb in der Größe 2. Für Kreuzschrauben in der Größe 2, das ist ja so eine ganz gängige Größe, ne? Und ja, ja, ihr habt es bestimmt bemerkt, ne? Ich habe meine Hand eingeklemmt. Das ist kein Dreck. Ich denke immer, wenn ich das sehe, das ist Dreck und will es wegmachen, aber es ist ein Au. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Das muss dieses Jahr auch sein, Leute, oder? Okay, hier haben wir auch wieder einen Torx am Start und zwar in der Größe 20. Das ist einmal dieser Bit und ja,
Das ist super. Und den kann man halt hier so schön reinmachen. Hält halt magnetisch. 1A, tralala. Und finde ich klasse. Über die Nummer 9 möchte ich mich besonders freuen. Und ja, es ist warm, Leute. Bin ja selber schuld, wenn ich so verrückt bin. Ne? Das ist jetzt 0,85,5 in Schlitz. Dieser hier. Schlitzschrauben hat man echt Gott sei Dank nicht mehr so viele, ne? Weil die halt schnell ausnackeln. Aber jo, besser haben als brauchen. Wie wird es nun mit der Nummer 10 weitergehen? Wir werden es gleich sehen. Eine Verlängerung. Klack, klack. Natürlich kann man, also das hier, ne, kannst du hier vorne einfach reinditschen und dann kannst du hier vorne die Bits reinmachen und dann hast du halt eine Verlängerung, wenn du es ein bisschen verlängert haben willst. Warum will man eine Verlängerung haben? Naja, wenn es halt genau diese Länge ist, ne? Okay, ja, macht bestimmt Sinn. Macht bestimmt Sinn, bestimmt. Mein Freund wird es bestimmt total super finden und ich werde sagen, ja, stimmt, ja, du hast vollkommen recht, Schatz. Ach so, weil du das auch noch feststellen kannst, wenn du so nach vorne ziehst wahrscheinlich. Und dann hält das Ding auch einfach bombenfest und geht nicht von alleine raus, ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Gehört auf jeden Fall hier in dieses Bit-Sortiment rein. Ja, die Nummer 11 hat ein Torx in der Nummer 15, in der Größe 15. Torx Bit ist das wieder. Also der Adventskalender macht wirklich Spaß, Leute. Muss ich wirklich sagen, der macht mir jetzt schon Spaß. Und da ist gerade was umgefallen, weil etwas durchzog jetzt. Wow. Zur Halbzeit haben wir wieder ein Pozi Drive Bit in der Größe 2. Das ist einmal dieser hier. So schaut er aus. Es gibt einen Unterschied zwischen Philips Kreuz und Pozi Drive. Ja, ich glaube, Pozi Drive waren die, die quasi hier nochmal zwischen den Riefen, also wenn ihr eure Männer beeindrucken wollt und ich jetzt nicht vollkommen Blödsinn erzähle, ne, zwischen den einzelnen Riefen, die hier sind. Wenn da nochmal so eine extra Riefe ist, ne, die so rausguckt, dann habt ihr einen Pozi. Das ist nochmal extra mehr Halt, extra mehr Grip, vor allem wenn man in die Schraube reingeht, ne, und dann quasi der Bit auf die Schraube trifft, dann hält er einfach besser und das rutscht nicht so schnell ab. Hatten wir nicht schon zwei? Wir hatten schon zwei. Haben wir zweimal zwei? Wie dumm ist das denn? Okay, also einmal für hier und einmal, ich habe hier neben mir nämlich tatsächlich, wie ich das dann einzusortieren habe, liegen. Und einmal für hier drin. Okay, jetzt ist, das ist also schön, dass es drin ist. Blöd, dass es doppelt ist, oder? Wobei der wahrscheinlich relativ häufig verloren geht, wenn ich an meinen Freund denke. Also zur Halbzeit eine Doppelung finde ich jetzt nicht so geil. Jetzt gehen wir zu 13 und schauen, was die eigentliche Pechzahl zu bieten hat. Für manche ist es eine Glückszahl. Oh ja, stimmt. Wir müssen ja unsere Maulschlüssel auch vervollständigen. Da haben wir einmal die Größe 6 und die Größe 7 drin. Das sind diese hier. Auch hier haben wir wieder diese extra Zähnchen mit dabei. In der 14 haben wir ein Torx-Bit in der Größe Nummer 10 drin enthalten. Die Nummer 15 gibt uns so einen Außensechskant. Das ist, glaube ich, einfach, ne? In der Größe 6. Hätte ich jetzt einfach mal so gesagt, dass es sowas ist. Ein Bit. Bitte ein Bit. Oder ist es auch einfach ein Torx? Weil hier habe ich jetzt in der Größe 5, in der Nummer 16, ne? Jo, auch ein Bit-Torx. Tada. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, erwartet uns wieder ein Maulschlüssel-Doppelding. In der Größe Farbe, will ich immer sagen, ne? 10 und 11. Wobei es sind die Farben gelb und blau. Hat aber eigentlich nichts zu sagen. Es ist einfach nur, ja, ihr wisst Bescheid, 10 und 11. Ja, laberababa. Pock! Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe jetzt hier in der Nummer 18 ein Philips müsste das jetzt sein, weil der hat keine extra Aussparung. Philips Kreuz Bit in der Größe 1. Mensch, was ist hier los, Leute? Also die Halterung da drin, ne, kann ich sehr empfehlen. Nummer 19 hat ein Pozi in der Nummer 1. Das sieht man nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Farben, die abgebildet sind, sondern wenn ihr ganz genau jetzt mal dazwischen guckt, zwischen diese Riefen, was ich eben gesagt habe, und meine Kamera auch wirklich Bock hätte, das scharf zu stellen, dann würdet ihr das erkennen. Ne? So schaut das nämlich aus. Da sind wir im 20er-Bereich angekommen, ne? Die Nummer 20 gibt uns einen Torx-Bit in der Größe Nummer 3. Und der schaut so aus. Zack, die Wappdi. Das Bit-Sortiment hier haben wir somit vervollständigt. Tada! Die Nummer 21 vervollständigt unseren Mausschlüsselsatz. Und zwar haben wir die fehlenden Größen 8 und 9 hier drin. Das ist dieser hier. Und, wie rum muss ich den packen? Das Pinke nach oben. Zack. Hat das auch einen Gürtelclip? Ne, schade, Schokolade. Hat aber, und das feiere ich ja,
Geht zu. Muss ich hochmachen und dann zumachen? Hallo? Na, könnte schöner. Ich dachte, das wird dann automatisch nach oben flappen, dieses Ding. Wisst ihr, was ich meine? Er hat aber einen Tannenbaum hier vorne drauf. Das sind die kleinen Dinge im Leben, Leute. Die wirklich kleinen Dinge. Aber gut, wir haben auch einen, ja, achtteiligen quasi oder mit acht verschiedenen Größen Maulschlüsselsatz. Die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22, liefert uns ein Torx-Bit in der Größe 25. Ich meine, dass wir eben schon... Ne, 25er hatten wir noch nicht, 10 und 15er. Mit der Nummer 23, also am Tag vor Heiligabend, wird dann auch unser Schraubendreher-Bit gedönsen vervollständigt. Und zwar mit einem Phillips-Kreuz-Bit in der Größe 2. Den haben wir dann... Ne, nicht doppelt, den haben wir nur einmal. Okay, zack, rein damit... zu und dann haben wir das Ding einmal fertig. Ich finde es klasse, also super praktisch. Und was in der 24 ist, wissen wir eigentlich mittlerweile. Trommelwirbel, Leute, es ist Weihnachten! Oh wow, Mitte August ist es Weihnachten, ich lieb's. Ja, natürlich haben wir einen wunderschönen, also wirklich wunderschönen Flaschenöffner hier drin. Ich finde es wirklich gut, denn ich finde den einfach praktisch und ja, freue mich da jedes Jahr tatsächlich auch drüber. Ab und an haben wir da auch mal irgendwie andere Sachen in der 24, aber es ist jedes Mal Weihnachten, dass da halt schon was anderes als generelles Werkzeug drin ist und die sind wirklich qualitativ auch nicht zu unterschätzen tatsächlich. So, wir haben, wie gesagt, unseren formschönen, ne? Flaschenöffner, Namen vergessen. Dann haben wir hier diesen Bit-Halter mit verstecktem Fach und Bits drin. Dann haben wir unser Bit-Sortiment mit Verlängerung und Halter und unseren Maulschlüsselsatz. Haben wir auch noch mit dabei. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das letztes Jahr oder die letzten Jahre cooler fandet, dass man quasi dann so ein Aufklappding hatte und alles zusammen oder dass man jetzt halt wirklich so die einzelnen Sachen hat und das so nehmen kann, wie man gerade Bock hat. Also ich persönlich präferiere das auf diese Art und Weise auch. Ich mochte das auch ganz gerne, dass man das so aufklappen konnte und dann alles zusammen hatte. Aber es ist, glaube ich, auf diese Art und Weise ein bisschen praktischer, weil du dann genau das mitnehmen kannst, was du gerade so brauchst. Ne? Weil wenn du gerade einfach nur mal eben kurz irgendwo Schräubchen nachziehen möchtest, nimmst du dir halt das Ding und fertig ist die Laube. Ne? Und dann, wenn du hier noch irgendwie das... die Bits jeweils brauchst, kannst du auch mitnehmen. Weiß ich nicht. Also ich fand den Vera Adventskalender wieder sehr gelungen. Ich glaube, dass der ein bisschen teurer ist. Ich glaube, letztes Jahr hat er 50 Euro gekostet. Jetzt sind wir bei 60. Wir müssen uns aber alle darauf einstellen, dass dieses Jahr alles ein bisschen teurer wird. Mir hat er gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender unten in die Kommentare. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalendern 2022. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!